Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Daily Challenge. Und wie ihr seht, ich kam raus und mir hat einen Meter war ich über Gold. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig, um heute irgendwie ja mit dem Rennen irgendwie euch was zu zeigen. Deswegen mache ich nochmal eine Runde ganz kurz hier und zeige euch nochmal so die Highlights dieses Goldrands und ja, habe nochmal ein klein bisschen verbessert. So, der Anfang ist eigentlich recht einfach. Es sind wie bei Murphys Katakomben eigentlich immer diese schnellen Wechsel hier halt eben. Am Anfang immer diese Sprünge, dieses Hochziehen, Runterziehen. Ist eigentlich weniger heute ein Easy Mode, sondern ich hätte es schon fast als eine Extremherausforderung reingenommen. Aber ja gut, Murphys Katakomben, die sind halt immer ein bisschen anstrengend. Das ist nicht wie bei Türmen ohne Ende. Da muss man sich halt schon ein bisschen mehr anstrengen. Nichtsdestotrotz solltet ihr eigentlich alle recht gut in den 700 Meter Bereich vordringen, weil bis dahin kommen eigentlich keine schweren Komponenten. Klar sind hier immer diese Sprünge und immer das Hoch- und Runterziehen, aber man hat genügend Zeit eigentlich noch hier, um sich jeweils zu konzentrieren, und es gibt keine besonderen ja, Problemchen hier. Hier ganz wichtig, löst erstes Seil halt eben, wenn ihr unter der linken Spitze von dem ersten Sperr seid, dann kommt man da auch ohne Probleme durch. Hier hochziehen und ja, schon sind wir eigentlich da hier bei den Klatschern, kommen hier weiter und haben hier auch da auch kleiner Sprung und halt eben weiterziehen. Hier rüber auf den Ring, weiter. Hier wieder Augen klatschen, auch hier immer springen, Augen klatschen. Wenn ihr Probleme damit habt, ich habe ja unten extra den Controller eingeblendet, sodass man das auch nochmal alles sehr, sehr schön sehen kann. Hier ein bisschen nach oben ziehen, Schnur abschneiden, drüber springen und wir haben auch schon die 1000 Meter und damit Silber erreicht. So, es geht weiter, hier rüber ziehen, auch hier einfach runterfallen lassen. Da habe ich mich ein bisschen versprungen, eigentlich wollte ich hoch, wie so wie es gehört, aber ja, was soll's. Wieder Augen klatschen und es geht weiter hoch. Diese Komponente kennen wir auch schon, erstes runter, zweites hoch und drüber. So, wir haben 1200 Meter, 200 Meter fehlen uns noch und es zieht jetzt deutlich vom Schwierigkeitsgrad her an. Das werdet ihr hier sehen, das ist eine kleine Komponente, die ist immer ein bisschen eklig, weil man verspringt sich sehr, sehr gern. Aber ja, ihr habt es gesehen, also mit dem Propeller soll es eigentlich kein Problem sein. Hier auch dieses, lasst euch ruhig gegen die Wand ein bisschen klatschen, damit ihr Geschwindigkeit rausnehmt, sonst überspringt man das. Und das hier ist so das absolut mieseste, was sie hier hätten machen können. Aber ja, geht auch noch. Und ja, hier verspringe ich mich dann leider. Nichtsdestotrotz, 1512, das sollte eigentlich bis morgen reichen. Wir haben uns nochmal ein bisschen verbessert. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffentlich gibt es morgen eine schönere Daily Challenge. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.